Und was mich einfach unglaublich berührt hat, war wirklich das, dass ich sozusagen zwischen am analytischen Denken, wo ich mir dachte, was ist das jetzt, wo bin ich jetzt, auf einmal bei einem Art mottenartigen Geruch in einem Kleiderschrank von meiner Großmutter gestanden bin im Kopf. Das heißt, was mich einfach daran fasziniert hat, war eigentlich dieses Vor- und Rückfallen in der Zeit. Das ist eigentlich das, was ich am allerstärksten empfunden habe. Und das habe ich einfach als was total Faszinierendes empfunden, weil in dem Moment, wo irgendein Art Versinneseindruck dich übermannt, im wahrsten Sinne des Wortes, wird einfach Zeit im Sinne, wie du Raum und Zeit erlebst, was sehr flexibel ist. Das heißt, Dinge, wenn der Geruch penetrant für dich ist, wird 30 Sekunden sehr lang, sage ich jetzt einmal. Wenn du dich an irgendwas Tolles von deiner Kindheit erinnerst, sind womöglich die 2 Minuten oder die 30 Sekunden unglaublich schnell vorbei. Das heißt, aber du kriegst da ein Gefühl dafür, wie sehr eigentlich das Atmosphärische, wie du dich fühlst, wie du angeregt wirst, wie sehr das eigentlich dein Raum- und Zeitempfinden gestaltet.